Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es hier um ein neues Format, das heißt Schnitz News, so habe ich es mal getauft. Und zwar möchte ich hier gerne zum Beispiel über diese Werkzeuge sprechen. Also es geht um so ein paar Produktvorstellungen, aber auch rund um die Welt des Schnitzens. Wenn ich das jetzt schon einmal in der Hand habe, das ist so ein Schnitzset von Beavercraft. Vielleicht kennen das ja viele, weil das ja irgendwie auch durchs ganze Internet geistert, kommt mir gefühlt so vor. Und sogar ich bekomme E-Mails von diesem Konzern oder Firma, was auch immer das genau ist. US-amerikanischer Hersteller, glaube ich, dürfte das sein, und ich nehme an, viele von euch kennen das, und es gibt so, so viele Werkzeuge, es gibt auch so viele Charaktere. Ich lerne ja einige von euch kennen, die persönlich zu mir kommen und mich aufsuchen, die ich dann ein bisschen unterrichten kann oder die mal ein Werkzeug schleifen wollen und das Ganze praktizieren und lernen wollen. Und da merke ich, da gibt es so viele verschiedene Bedürfnisse, so viele verschiedene Fragen und auch so viele verschiedene Herangehensweisen, dass ich jetzt herausgefunden habe in so einem Schleifkurs, dass manche Leute eben ja bestimmte Techniken irgendwie bevorzugen, weil das ihrem Charakter irgendwie mehr entspricht. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich so, dass es da ganz unterschiedliche Ansichten gibt, und ich versuche das so ein bisschen abzuspüren, und dass ich dann auch sozusagen der Person das Passende am Ende liefern kann, was sie braucht und was ihr wirklich entgegenkommt, was ihr wirklich hilft. In dem Schleifkurs zum Beispiel war zuletzt das so gewesen, dass der Teilnehmer dann vom Nassschleifen eben auf das Trockenschleifen gewechselt ist, weil er das nochmal probieren wollte. Und dann war das so eine gute Erfahrung für ihn, dass er dann am Ende gesagt hat, er möchte das jetzt für sich so umsetzen, ja, dass er dann so ein Gerät sich kauft, obwohl das Nassschleifgerät auch ja sehr gut funktioniert hat mit diesem harten Stein zum Beispiel, den ich da mal gekauft habe und auch hier in dem Video vorgestellt habe. Und sowas will ich dann hier weitermachen. Und ich werde jetzt auch im Verlauf dieses Videos nochmal auf dieses Schnitzeisen eingehen. Also keine Angst, ich gehe wirklich nochmal darauf ein, teste das Ganze. Wer jetzt zum Beispiel hobby-schnitzmäßig einfach nur mal so eine Schale, einen Löffel oder irgendwas schnitzen will, in der Freizeit gar keine großen Ambitionen hat, wo ich jetzt hier vielleicht Figuren schnitze oder so und du sagst, das ist eh alles viel zu kompliziert, dann könnte das vielleicht was für dich sein, ja, oder dieses Format an sich. Und ich will auch gerne auf euch und eure Fragen eingehen, und zum Beispiel können wir das so machen, dass wir den Hashtag Schnitznews etablieren und du kannst das an eines deiner Fotos ranmachen, was du geschnitzt hast, wenn du jetzt einen Baum, einen Löffel oder eine Figur geschnitzt hast, irgendwas, was du vielleicht mal hier gerne zeigen willst, dann mach diesen Hashtag daran in den sozialen Netzwerken, also insbesondere Instagram würde ich dann einfach mal durchschauen. Und ich will jetzt nicht irgendwie noch Facebook oder irgendwelche anderen Plattformen, die ich gar nicht kenne, durchforsten. Ja. Das kann ich dann einfach wiederfinden. Ich gucke halt nach diesem Hashtag Schnitznews, und wenn dann 5 oder 6 Bilder auftauchen vielleicht oder eines Tages mal 50 oder noch mehr, dann suche ich mir da halt ein Bild aus und würde das dann halt hin und wieder mal besprechen, wenn es mir entgegenkommt. Und ja, wenn das irgendwie hier reinpasst in dieses Format, ja, es ist natürlich klar, ich kann jetzt nicht 10 oder 50 Bilder behandeln, sondern dann eher mal so eins auswählen, was irgendwie, ja, was Schönes widerspiegelt, was Schönes getroffen ist oder wo vielleicht auch meine Kritik angebracht ist, ja. Dann kann ich auch meine Kritik äußern oder mal einen Verbesserungsvorschlag machen, was ich jetzt sehe, ja. Ich habe natürlich auch nicht jetzt die komplette Sicht, das ist klar, sondern wir können das dann auch gemeinsam so ein bisschen ergänzen, das über die Kommentare. Natürlich kann man da noch Anregungen geben, worüber ich mal ein Video machen könnte oder so. Wenn du irgendeinen Produkttest dir mal wünscht, könnte ich dann vielleicht versuchen, das hier in so einem Format mit zu behandeln und sowas mal zu besorgen. Zur Transparenz übrigens, ich habe das Ganze selber gekauft. Ich habe mir das also aus eigenem Antrieb besorgt, weil ich einfach mal neugierig war, wie das so funktioniert. Und das habe ich dann auch im Video mal ausführlich hier getestet, was ich dann gleich noch zeigen werde. Ja, und das ist eine schöne Sache. Das können wir gerne mal öfter machen, sofern das in den finanziellen Rahmen irgendwie reinpasst. Und ich sage auch gleich, ich will jetzt mir nicht die Bude voll kaufen mit irgendwelchen Werkzeugen. Ich habe eigentlich genügend Werkzeuge. Auch hier unterm Tisch habe ich sogar noch Werkzeuge. Darüber könnte ich dann mal eine Episode zum Beispiel machen, wie ich das hier ja, gebaut habe und was ich damit so mache oder so. Noch zu Hause am Schreibtisch noch so kleines Zeug schnitzen, so nach Feierabend oder so, worauf man einfach mal Lust hat. Und so geht es ja vielen von euch, die das dann in ihrer Freizeit als Hobby praktizieren wollen. Ja, ich will mir nicht die Bude voll schnitzen, oder nicht, das auch nicht. Ich will mir nicht die Bude voll kaufen mit Werkzeugen, die ich dann doppelt und dreifach habe. Also wer sagt, er hätte dieses Set gerne, dann kann ich da noch eine persönliche Widmung raufschnitzen. Das erwähne ich und zeige ich dann nochmal in dem Video zum Schluss,
könnte zum Beispiel auf dem Griff des Messers deinen Namen reinschnitzen. Jetzt nicht auf allen dreien, aber auf einem kann ich deinen Namen reinschnitzen. Du kannst es dann für 60 Euro bei mir erwerben, dieses Set. Und das ist es auf jeden Fall wert. Ja, ich habe es auch getestet. Es ist gut und funktioniert. Und du kannst dir ja dann meine Kritik anschauen, was ich da auch Kritisches gesagt habe. Ich werde also nicht nur Lob aussprechen, sondern soll natürlich auch möglichst die Realität so gut wie es geht abbilden und wie ich es halt wahrnehme. Ja. Und dazu eine Einschätzung dann zu dem Ganzen. Okay, ja, dann würde ich sagen, ich will hier nicht ewig reden, dass man nicht die Lust verliert, das Video zu schauen. Und dann wünsche ich dir viel Freude jetzt bei dem Produkttest, hier beim ersten Test in diesen Schnitz-News zu diesen Werkzeugen, die vielleicht einige von euch interessieren, zu diesen Beavercraft-Tools, Schnitzwerkzeuge, auf Deutsch natürlich. Und da wünsche ich jetzt viel Freude beim Anschauen. Ich habe mir hier mal ein schönes Set gekauft zum Schnitzen von Beavercraft, also das heißt vielleicht so viel wie Biberhandwerk oder so auf Deutsch, und das ist auch schon der erste Kritikpunkt von mir. Wenn ich mir jetzt hier was im Land bestelle und irgendwie damit arbeiten will, dann wünschte ich mir eigentlich, dass da eine deutsche Bezeichnung draufsteht. Für mich als deutschen Menschen hätte ich doch auch gern irgendwie ein Holzschnittset, dass man das wenigstens mal darauf schreiben kann. Aber na gut, wenn es jetzt von irgendeiner namhaften US-amerikanischen oder englischen Firma kommt, ich weiß ja nicht, wo die herkommen, ist jetzt auch nicht so wichtig oder relevant. Ich habe mir das übrigens selber besorgt, nochmal zur Transparenz. Ich hole das mal raus, was hier drin ist. Das sieht schon mal grundsolide aus. Was mir auf der Verpackung hier auffällt, ist, dass ich hier schon mal Eichenholz sehe. Hier, das dürfte Esche sein, und das ist wieder Eiche. Also die Schnitzwerkzeuge sehen rein formal da schön aus. Und auch hier, wenn ich das raushole, ist sehr schön groß und lang. Das sind keine Linol-Schnitzwerkzeuge, das definitiv nicht. Es ist sicher verpackt, das gefällt mir auch. Na gut, die Pappschachtel, die ist etwas dünn, aber sonst ist es alles voll okay. Vor allem hier ist was drum gewickelt, das ist schon mal sehr hilfreich. Und auch hier sehe ich einen Schutz. Das ist sehr schön, weil sie dann nicht aneinander schlagen können, und das ist halt wirklich wichtig, weil wenn die so eng miteinander zusammengerollt werden, dann muss da ein Schutz sein. So, wenn ich jetzt hier mal rausnehme und so spüre mit dem Finger, da soll man ja sehr vorsichtig sein, das wirkt sehr scharf. Wie gesagt, der Eichengriff, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, weil die Eiche hat ja die Gerbsäure in sich, und wenn ich jetzt hier mit meiner Hand irgendwie so ein bisschen Schweiß erzeuge, und das ist ja bei jedem Menschen so, auch wenn es nur minimal ist, dann wird der allmählich schwarz und das landet dann irgendwann auf meiner Schnitzarbeit. Ich habe hier schon diesen Löffel vorbereitet. Aber so, was ich zur Schärfe hier sagen kann, mal ganz kurz und spontan getestet. Also das sieht sehr vernünftig aus, auch wenn ich das einmal über den Fingernagel ziehe. Ich spüre hier keine Kratzer. Die sind also sehr gut vorgeschärft. Das kann man sagen. Definitiv sehr schöne Schärfe. So, das stimmt schon mal. Jetzt gucken wir uns die anderen an. Mal sehen, was das Schönes ist. Ah, hier sehe ich jetzt schon, das ist auch Eiche im Bild. Das sieht nach einer anderen Holzart aus, aber das hier ist auf jeden Fall auch Eiche. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, ich sage mal, diese Kupferzwinge hier vorne, das ist okay, das kann man machen. Hier ist so ein Kreppband drauf, das löst sich nicht leicht ab. Das muss ich abwickeln, das gefällt mir jetzt auch nicht so doll, weil das natürlich wieder Verletzungsgefahr erzeugt, wenn ich das jetzt nicht ordentlich runterkriege. Ja, ich will mich ja nicht schneiden an dem Ding. Also da vorsichtig sein. So, aber der Stahl hier an sich, der ist sehr toll blank. Auch verwindungssteif. Es federt nicht. Jedenfalls nicht nach meinem ersten Eindruck. Also da wünschte ich mir hier noch eine professionellere Scheide irgendwie. Ja, das sieht gleichmäßig durchgebogen aus. Gut, wenn ich jetzt von vorne direkt schaue, es scheint eine leichte Tendenz in der Mitte zu haben. Das wäre natürlich nicht so ideal, wenn die Rundung, der Schwung nicht wirklich einem Kreisbogen entspricht, sondern irgendwie dem Produktionsprozess geschuldet ist. Das wäre natürlich nicht so schön. Aber ich sage mal, beim Schnitzen merkt man das wahrscheinlich nicht so. Aber ich merke hier tatsächlich vom
Sehen her ist hier irgendwie das etwas bauchiger hier in dem Bereich und hier flacher. Das gefällt mir schon mal nicht so dolle. Der Übergang hier, das ist okay. Durch die Zwinge dürfte das auch mit dem Hauen funktionieren. Also da sehe ich jetzt kein Problem. Ich habe auch ein selber gebautes Eisen, was keine wirkliche Krone hat. Also das hat ja keine Krone hier. Es könnte natürlich nur sein, dass der Stahl komplett durchgehärtet ist und dass durch diese eigenwillige, ja, Verwindung hier eine ungünstige Spannung im Stahl entsteht. Dadurch könnte das eventuell mal reißen, wenn man richtig draufhaut mit aller Gewalt oder mit einem Eisenhammer. Das würde ich also eher, ja, vermeiden, dass ich hier eher mit beiden Händen schnitze. Dann sollte das eigentlich gut funktionieren. Und jetzt nochmal zur Schärfe hier. Also ist ein Träumchen. Das funktioniert herrlich. Geht tipptopp. Also kann man sofort auspacken und losschnitzen. Das ist Lindenholz. Das muss es können. Es fühlt sich auch haarscharf an. Es ist wirklich durchpoliert hier. Vorne ist noch wie eine mini kleine zweite Faser erzeugt, aber das ist in Ordnung. Das ist wahrscheinlich durch das Polieren entstanden. Mit einem vernünftigen Poliergerät oder einer Filzscheibe, nehme ich mal an, gemacht. Es schneidet sehr schön. Ja, also der Stahl macht einen sehr guten Eindruck. Auch die Biegung ist so gut gewählt hier, dass ich da noch vernünftig mit ansetzen kann. Und dennoch ist es ein längs gekröpftes Eisen, entspricht einem vollwertigen längs gekröpften Eisen von ungefähr 25 mm, würde ich mal sagen. Ist gerade nicht zum Messen da, aber es geht ja letztendlich um das Schnitzen. So, das ist jetzt hier ein bisschen vernünftiger verpackt. Da muss ich das doch mal hier. Sollte man zwar nicht machen mit Schnitzmessern. So. Ja, dieses Werkzeug, da muss ich jetzt gestehen, damit habe ich noch nicht wirklich gearbeitet mit sowas. Es fühlt sich auf jeden Fall genauso haarscharf an wie die anderen. Und auch wenn ich jetzt hier mal schnitze, also es ist dafür geeignet, um Löffel und sowas zu schnitzen. Ja, da muss ich halt entsprechend erstmal üben. Erstmal üben. So arbeitet man damit, also quer zur Faser. Und dadurch, dass hier hinten eben kein Eisen entlang geht, so wie hier, und der Griff, kann ich natürlich das hier auf der Stelle drehen und dadurch wesentlich tiefer reinkommen. Und durch die einseitige Faser, also nicht bloß nicht beidseitig anschleifen, immer nur von einer Seite, kommt dieses Schnitzeisen immer wieder raus. Ich könnte das mit einer Diamantfeile zum Beispiel nachschleifen, die Faser, und dann einfach polieren vorsichtig mit einem Leder- und Polierpaste oder mit einer rotierenden Filzscheibe. Dann kann ich das also auch nachschärfen. Ich kann längs zur Faser arbeiten damit. Aber das ist mehr so ein Werkzeug, um, ich sage mal so nach Feierabend, wenn man jetzt seine Ruhe haben will, so ein bisschen an der Schale zu schnitzen oder so. Dafür ist das hervorragend, ja. Aber ich würde damit jetzt nicht mein Geld verdienen wollen. Und wie gesagt, der Eichengriff stört mich schon wieder. Der ist auch irgendwie geölt hier, einmal in Öl getaucht. Das fühlt sich noch so ein bisschen, ich spüre etwas Öl. Das ist schon mal was drauf, das ist schon mal gut. Aber das gefällt mir überhaupt nicht. Also da würde ich vielleicht sogar sagen, dass man die vielleicht nochmal mit Klarlack lackiert. Da habe ich jetzt ein paar Eisen bei mir im Satz, da habe ich schon seit über 10 Jahren keinen Riss und nichts im Klarlack gemerkt. Einfach nur den billigsten aus dem Baumarkt rübergezogen. Und das hält, ja. Und das verhindert, dass die Griffe so unschön aussehen. Und vor allem, dass mit der Eiche hier nicht, dass die Gerbsäure nicht aktiv wird. Das gefällt mir nicht so sehr, aber ja gut. Wenn man keine Schweißhände hat und einem das egal ist, kann man darauf pfeifen. Aber ich, ja, der ich mich jetzt mit Holz durchaus viel beschäftigt habe, mich stört sowas. Also da hätte ich mir eher einen Ahorngriff gewünscht oder einen ganz normalen Weißbuche-Heftgriff oder einen aus Buche. Wenn es jetzt, wenn man sagt, das ist alles zu teuer, nimmt man halt normale Buche. Die dürfte eigentlich noch günstiger wie die Eiche sogar sein. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Und das ist eben auch so schön langfaserig. Das könnte auch gut platzen, wenn man das hier reinhaut. Naja, gut. Ist nicht meine Firma. Und das hier,
Da ist irgendwas drauf, das hat man anscheinend lackiert. Das ist schon mal nicht so verkehrt, weil die Dinger eben auch gerne so oxidieren, wenn man sie nicht jeden Tag in der Hand hat. Wenn man sie ständig in der Hand hat, dann ist das ganz schön poliert, dann sieht es gut aus. Aber hier würde mir vielleicht doch eine Messingzwinge oder eine lackierte oder eine verzinkte Stahlzwinge besser gefallen, als wie dieses Teil hier. Das sieht irgendwie so wie aus der Hobbywerkstatt aus. Ich mache sowas auch. Ich habe solche Eisen auch mit solchen Zwingen. Ich meine, wenn ich das selber mache, kann das jedem völlig wurscht sein und egal sein. Aber wenn ich sowas kaufe, dann möchte ich eigentlich nicht so ein Ding haben hier. Das ist irgendwie, sieht irgendwie komisch aus. Und die Form, wie gesagt, hier dieser Schwung, nicht so dolle. Gut, jetzt geht es aber mal ans Schnitzen ran. Ich habe hier mal was vorbereitet. Ein Löffel. So, und da bin ich schon fast an den Griff ran geschnitzt. Aber ist egal, da muss ich eh wieder was wegschnitzen. So, da habe ich nämlich jetzt mal die Möglichkeit, hier an der Holung des Löffels zu arbeiten mit den Werkzeugen. Und am Griff mit dem Messer. So, und das zeichne ich hier mal auf. Einfach in der Mitte eine Linie ziehen, mit dem Stift schön aufdrücken. Dann hat man gleich wie so eine Stelle, wo es knicken kann, das Papier. Dann habe ich diese eine Seite aufgezeichnet hier und das dann mit der Schere ausgeschnitten. Das kriegt jeder hin. Dadurch wird es spiegelsymmetrisch. Das war jetzt nicht ganz symmetrisch. Doch, passt. Ja, ich mache hier eine Schnitzprobe. Ich will jetzt nicht damit unbedingt meine Küche verschönern, wobei ich das vielleicht auch könnte, weil ich, wenn mir gerade auffällt, so ein Löffel wäre nicht ganz schlecht. Da habe ich jetzt einfach so ein Abfallstück Lindenholz genommen. Ich will ja nur mal einfach mal probieren, wie die Werkzeuge so arbeiten. Geht das? Und ihr wollt ja auch mal sehen, ist das was, wenn ihr sie noch nicht habt. Vielleicht kann man sich auch noch zusätzlich eine Pappschablone machen, weil das hier manchmal sehr fummelig ist. Ja, das Eisen, da will ich jetzt einfach mal probieren, wie kann ich damit so Masse wegstoßen hier. Natürlich ohne in die Hobelbank reinzuschneiden. Ich nehme an, wenn ihr jetzt Hobbyschnitzer seid, nicht jeder hat eine Bandsäge, dann macht man das halt mit den Eisen einfach mal weg. Könnte man hier mit der Japansäge oder mit einer anderen Handsäge hier so ein bisschen einsägen und stößt das hier mal so schön weg. Ich habe jetzt hier keine Säge da. Dann hacke ich einfach mal hier so rein. Ich kann auch mal drauf hauen. Also das geht. Von der Belastung her gar kein Problem. Ja, zum Rausschruppen der Form ist jetzt diese Krümmung natürlich nicht unbedingt hilfreich, aber das Eisen hinten ist es schön, wird es richtig schön breit. Das ist gut, wenn man mal draufhauen will, das ist sehr schön. Gefällt mir und auch zum Anpacken hier in der Hand macht das da einen guten Eindruck. Das liegt gut in der Hand, auch hier diese Vertiefung vom Drechseln her ist schön gewählt. Das rollt auch nicht durch diese Form des Eisens. Aber das ist halt nur so ein Federstahl ist, damit muss man sich anfreunden. Aber der scheint sehr verwindungssteif zu sein. Also ich merke hier kein Federn und so, das ist sehr gut. Die Länge der Phase, die finde ich auch gut gewählt. Also damit kann ich mich sofort anfreunden, das entspricht zu meinen Schnitzgewohnheiten. Jetzt mache ich mal hier das raus, nochmal quer zur Phase. Ich habe jetzt also hier schon was weggeschrubbt, ja. Und es ist trotzdem... merke ich an der Schneide nichts, also der Stahl, alle Achtung, dafür, dass ich jetzt dachte, das ist eher so was Billiges irgendwie, schrubbt es gut, schneidet sehr schön. So, die Form des Eisens hilft auch, also diese Rundung hier, diese längs gekröpfte Form, so sagt man es ja korrekt, die funktioniert ordentlich. Ah, jetzt kommt es an die Grenzen. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Jetzt müsste ich sozusagen das andere nehmen.
Hier ist es eh jetzt dünn genug an der Seite. Ich kann den Löffel nicht so viel flacher machen, weil ich habe hier eine Schalkante und das geht hier so rum. Also da muss ich schon vorsichtig sein. Aber zum Vorschruppen kommt mir das gut entgegen, weil diese längliche Bauform kann ich schön mit der Hand drücken und führen. Wohingegen ich bei dem immer so, ja, da muss ich so ein bisschen aus der Hand heraus arbeiten. Das ist schon viel anstrengender und da muss ich das Eisen gut führen. Da kann ich nur so kleine Schnitte abheben. Das hat natürlich auch was für sich. Dadurch kann ich eventuell genauer arbeiten. Da muss ich aber erstmal ein bisschen die Technik lernen, wie man damit schnitzt. So, und ich will nichts Falsches sagen, aber ich würde es mal sagen, hier unten, da wo die Faser quer liegt und wo ich sozusagen die schwierigsten Bereiche habe, damit kann ich das alles schön wegputzen hier. Aber von der Schärfe her muss ich jetzt doch sagen, es fühlt sich genauso scharf an wie das Hohleisen, aber irgendwie schnitzt es nicht ganz so schön. Ich schiebe es jetzt mal nur auf meine Ungeschicktheit, weil ich das noch nicht so benutzt habe. Und weil es von der Führung her, ja, muss man sich dran gewöhnen. Das muss man erstmal weg haben, würde ich sagen. Aber man kommt halt wesentlich tiefer rein und das ist halt unerlässlich. Du musst hier bei sowas, oder gerade wenn du jetzt so eine Mole schnitzt oder so einen kleinen Campingbecher oder irgendwas, wenn du dich jetzt in den Bergen verschanzt hast und erzähltest und willst dir da so eine kleine Müsli-Schale schnitzen, das geht nur damit, ja. Da brauchst du dieses Ding, sonst wirst du nicht klarkommen. Man kann sehr schön ziehen. Und das so nach oben drehen. Der Schnitt kommt immer wieder raus. Man sieht, Späne gehen weg. Und die Eisen kommen schon scharf geschliffen. Ja, das ist sehr gut. Ja, also damit lässt sich doch arbeiten. Auch die Holung hier, wie flach sie ist, das ist sehr gut. Damit kann ich sowohl schrubben als auch putzen. Und das ist sehr universell. Da kann ich auch eine Schale mitschnitzen. Kann ich auch mal draufhauen. Kann ich auch fein schnitzen. Ja, ich bin halt gewohnt, mit solchen Eisen zu schnitzen. Mein Leben lang. Und ich bin das jetzt nicht gewohnt, mit diesem Haken zu schnitzen. Von daher nehme ich eigentlich lieber sowas. Aber um wirklich sauber zu schnitzen, dort unten an der tiefsten Stelle, wird es unerlässlich sein. So. Ja, ich komme hier mit besser klar. Ich kriege das hier mit sauberer. Man muss doch, das Holz ist bereits so weich, dass ich doch eigentlich längs zur Faser arbeiten muss, aber ich kann mit dem Eisen auch wirklich ganz feine Späne abheben. Das gefällt mir eigentlich gut. Also hiermit sollte eigentlich jeder sauber bekommen. Wir brauchen natürlich eine Vorstellung vom Faserverlauf, der in dem Fall hier so verläuft. Und hier unten wechselt der Punkt immer. Ja? Wenn ich jetzt hier hoch schneiden würde, würde ich gegen die Faser schneiden. Wenn ich von hier oben nach unten schneide ich mit der Faser und hier ab diesem Punkt müsste ich also immer von der gegenüberliegenden Seite schnitzen, ja, dass ich immer so wie das Wasser vom Dach runterfließt, muss ich mit den Schiefern gehen, die übereinander liegen, weil ich sie sonst kaputt mache. Und ich kann aber dann auch mal quer schneiden hier in diesem schwierigen Bereich in der Mitte, wo die Faser wechselt, da kann ich auch quer zur Faser schneiden. Kann ich dann in alle Richtungen schnitzen. Oder nee, quer natürlich. Quer kann ich dann schneiden. Aber man sieht, es wird so ein bisschen matt. Aber ich nehme mal an, das stört dann auch nicht alle. Sondern ich denke, ihr wollt eher die Holzschichten hier abtragen.
Und wenn ich jetzt quer schneide, ist es klar, ich tue die Fasern quer wegstoßen. Das ist nicht der ideale Schnitt für das Holz und dadurch ergibt sich da hier manchmal so etwas Mattes. Aber das bedeutet nicht, dass das Eisen schlecht ist. Aber man muss das üben, ja. Also, und auch schön vorsichtig, dass ich halt nicht zu weit nach vorne greife oder irgendwie ungeschickt abrutsche. Ich habe das hier eingespannt in der Hobelbank mit den kleinen Bankhaken. Das geht gut. So, jetzt kommt noch das Schnitzmesser dran. Wir sehen hier eigentlich so eine klassische Form, wie das von den Schweden her bekannt ist, dass die hier diese Rundung haben, die nach oben geht. Meine klassischen Rosenmesser sind ja genau andersrum. Hinten der Rücken schön gerade und vorne die Schneide ganz gerade wie ein Balleisen. So verwende ich sie ja, weil ich damit halt sehr direkte, genaue, scharfkantige Schnitte machen kann. Wohingegen das hier, da könnt ihr ja auch wieder wie mit so einem Flacheisen quer über die Fläche arbeiten, durch die Rundung. Ja. Und das Eisen ist relativ lang oder das Messer, dass ihr tatsächlich auch mal über eine Fläche schnitzen könnt, ohne dass das einhakt. Das ist also etwas flexibler einsetzbar und die Spitze ist dennoch sehr schön schlank ausgeschliffen. Der Keilwinkel am Eisen, der ist okay. Den wünschte ich mir noch etwas spitzwinkliger, also dass die Faser vielleicht noch ein Stück weit hoch geht, vielleicht hier so weit hoch. Aber es ist die Frage, welches Holz ihr dann bearbeitet. Wenn ihr jetzt viel im Wald seid und Harthölzer mit sowas bearbeitet, dann braucht ihr eher diesen Keilwinkel, wie er hier ist. Und wenn ihr jetzt ganz viel Lindenholz in der Werkstatt schnitzt, dann dürfte der Keilwinkel noch etwas schlanker sein, dass es besser ins Holz eindringt. Die Schärfe passt, wie gesagt. So, und ich muss jetzt hier mal das ein bisschen wegstoßen noch. So, dieses Messer, dem gebe ich mal von einer Note von 1 bis 10 und 10 wäre jetzt das Beste, vielleicht so eine 7 oder so. Also hier, das ist ein bisschen flach, das ist schöner hier, wenn das so richtig bauchig und rund wäre, wenn das einfach hier noch ein bisschen dicker rauskommt irgendwie, das Material. Da wünschte ich mir noch irgendwie einen anderen Griff, das wirkt irgendwie so schnell gemacht. Und auch hinten ist es irgendwie einfach nur ausgestanzt. Das könnte noch, diese Kante hier könnte noch ein bisschen gebrochen sein. Das habe ich jetzt festgestellt. Ich habe natürlich öfter mal ein Eisen in der Hand, aber ich merke das, wenn das würde ich jetzt noch mal mit feinem Schleifpapier oder irgendwie noch mal ganz wenig brechen, die Kante, und dann noch mal abpolieren an der Schwabbelscheibe. Aber ihr seht, ihr könnt damit vernünftig arbeiten. So, jetzt bin ich am Strich, jetzt kann ich auch die Kante hier brechen. So, und wenn ich das hier noch ein bisschen rüberspanne, kann ich vielleicht das auch noch wegmachen. Das würde ich jetzt in der Hand eben weiterschnitzen. Ich stoße jetzt hier mit der Hand. Ich nehme das Eisen sogar verkehrt rum. Lässt sich interessant arbeiten mit einem längs gekropften Werkzeug. Das ist ein spannendes Eisen. So, ich werde es dann dabei belassen bei dieser einen Hälfte. Schnitz noch mal kurz mit dem Messer hinten. So, da würde mir jetzt noch ein gerades fehlen, was einfach nur gerade ist und auch ohne diese Rundung, aber ist okay. Kann man universell einsetzen.
So, hier seht ihr jetzt, wie das mit dem Holz sich verhält. Ja, wenn ich jetzt hier nur unter Hand schnitze, würde ich es halt ein bisschen auflegen und wirklich von mir wegarbeiten, konsequent mit dem Eisen. Ja, das lässt sich hier nicht so richtig schön halten mit der scharfen Kante. Das kann man auch mal wie so bei einem Stockschnitzen einsetzen. Da habe ich gar nichts dagegen, solange gegenüber niemand sitzt und man auch sich bewusst ist, wo man hinschneidet, kann man das durchaus auch mal so hier einsetzen. Dafür ist die Klinge grob genug. Sie ist breit, ja? Sie hat hier eine schöne Tiefe und sie ist auch stark genug, dass ihr wirklich mal hier damit auch was wegrammeln könnt. Ich jetzt mal ein bisschen unschön ausdrücken will. Aber da bräuchte man dann eigentlich noch so ein kleines Beil oder irgendwas, womit man das jetzt hier noch entfernt. Ich kann es auch mal so hier noch ein bisschen wegstoßen. Ich muss hier das Stück Holz dazwischen legen, weil sonst... die Hobelbank nicht greift, weil das genau der Spannbereich ist, wo die sozusagen auf Null geht. Ah, wenn ich jetzt richtig drauf hau, merke ich, es federt. Das ist natürlich nicht ideal. Aber was will man erwarten? Das Eisen ist aus einem Federstahl gefertigt. Dann würde ich sagen, beim Draufhauen lieber nur einen Gummihammer nehmen. Es federt doch in dieser Stresszone, scheint es hier irgendwie zu federn. Da, wo die normalen Schnitzeisen sonst dicker sind. Man sieht, man kann auch schnitzen, ohne unkontrolliert in die Bank reinzurammeln. Ja, mit dem Messer hier lässt sich arbeiten. Es ist halt mehr wie so ein Outdoor-Camping-Messer irgendwie gebaut hier hinten. Das stört mich jetzt zum Beispiel auch, weil ich gewohnt bin, dass so über diesen Drehpunkt, dass ich damit hier so einen schönen Span erzeugen kann, dass ich wie auf dem Punkt schneiden kann, ohne jetzt übers Ziel hinauszustoßen oder auch hier mehr so punktuell arbeiten kann und mit diesem Drücken aus der Handkraft heraus, wenn man dann eben auch Schnitte wählt, die nicht die eigenen Kräfte überfordern. Das ist vernünftig gemacht. Auch die Länge hier von dem Messer, dass ich hier hinten in dem Bereich mal richtig schön drücken kann, das ist eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich würde eigentlich bei einer Gesamtnote von so ungefähr einer 7, von 1 bis 10, wenn 10 das Beste ist, bei einer 7 bleiben. Ich denke, das ist ganz angemessen. Sie sind jetzt nicht 100% super verarbeitet. Wie gesagt, hier fehlt mir noch was. Die Eiche, die hätte ich gerne ersetzt durch Buche oder irgendwas anderes, was keine Gerbsäure hat. Und ich wünschte mir hier noch ein bisschen den schlankeren Keilwinkel, aber das entspricht ja meinen Schnitzgewohnheiten und der Holzart. Für eure Outdoor-Schnitzereien oder wenn ihr jetzt wirklich das im Campingbereich mal einsetzen wollt, um euch da ein Geschirr zu schnitzen oder so und diese Erfahrung mal machen wollt, dann dürfte das ein sehr hervorragendes Messer sein, womit ihr auch gute Ergebnisse erzielt. Ja, das ist sogar so gebaut, das könnte man sogar am Gürtel tragen, merke ich jetzt, oder auch für andere Bereiche benutzen, für Fische ausschlachten vielleicht oder sowas, oder einen Hasen häuten, weil man durch diese runde Schneide ja auch sehr gut über eine Fläche arbeiten kann. Also damit muss man natürlich auch
sich bewusst sein und dass der Stahl auch sehr schön scharf ist, aber ihr braucht natürlich irgendwas, um eure Eisen dann auch noch zu schärfen. Ganz ohne geht's nicht, ne? Daran muss man auch gleich mitdenken. Also braucht ihr mindestens einen kleinen Wetzstein und noch ein Abziehleder mit Polierpaste. Die Polierpaste ist dann zum Schluss das Wichtigste, dass der kleine Grat wieder abgeht und dass es wirklich haarscharf wird. Okay, ich belasse es mal dabei. Ihr habt gesehen, man kann damit arbeiten. Das wird zu guten Ergebnissen führen. Mein Löffel ist noch nicht ganz fertig. Den kann ich später mal fertig machen. Oder vielleicht auch gemeinsam mit einem Kursteilnehmer. Wenn du willst, kannst du natürlich auch gerne zu mir kommen, mal sowas probieren, sowas schnitzen in einem Schnitzkurs. Ich will diese Eisen jetzt nicht aufheben. Sie sind zwar schön, besonders das gefällt mir am allermeisten hier. Das geht sehr schön. Auch die Rundung ist toll gewählt. Ja, damit kann man wirklich schruppen und wegnehmen und Holungen schnitzen. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Wenn du aber sagst, du hättest die gerne und du willst sie von mir graviert haben, dass hier dein Name steht, dann schreib mir gerne eine E-Mail und dann kannst du die für 60 Euro bei mir kaufen. Oder auch hier deine Initialien, meinetwegen AD oder wie auch immer dein Name ist, könnte ich jetzt hier reinschnitzen oder eben auch hier den Namen eventuell. Aber natürlich kann ich nicht in jedes Messer einen Namen reinschnitzen, sondern dann nur auf, idealerweise auf die Fläche hier oder so. Ja? Schreib mich gerne an, für 60 Euro würde ich dir das gerne schicken in dieser Verpackung und dann kannst du die gerne haben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß bei deinen Arbeiten. Ja, es hat mich gefreut, dass du mit dabei warst. Wenn es dir gefällt, dann schreib das gerne in die Kommentare oder gib mir neue Anregungen, was ich hier vielleicht noch zeigen kann, machen kann oder worüber man mal sich austauschen kann. Und das werde ich einfach so weiter praktizieren, neben meinen normalen Produktionsvideos, wo ich dann hin und wieder mal so eine Arbeit hier zeige oder erläutere. Ja, ich werde nicht alles immer erläutern, vielleicht zeige ich auch mal nur eine Arbeit. Ich kann natürlich nicht immer alles kommentieren, weil das auch nochmal Zeit kostet, also das Video zu kommentieren, mit Kommentar zu versehen. Aber ich will auch wieder an einem Videokurs arbeiten, wo ich mal ein Gesicht schnitze oder ein Kindergesicht oder ein Frauengesicht und mal so eine wirkliche Leiste anfertigen und dann auch einen Abguss in einem schönen, festen Material nochmal anfertigen. Das ist so nochmal mein Ziel für dieses Jahr und das würde ich gerne umsetzen. Ja, und wenn dich sowas interessiert, dann bleib gern dran und irgendwann werde ich dann diese Produkte natürlich auch vorstellen und kannst du dann bei mir erwerben. Natürlich stehe ich zur Verfügung für Schnitzkurse. Oder auch ja, für so einfache Fragen, die kannst du vielleicht da unten mit reinschreiben. Und Anregungen natürlich, dafür bin ich sehr dankbar, wenn du da was reinschreibst. Genau, und dann sehen wir uns wieder in einem weiteren Video. Ich wünsche dir viel Freude mit deinen Arbeiten, was du machst und was immer du vorhast. Und vielleicht ist ja dieses Set was für dich. Dann schick mir bitte eine persönliche Nachricht über meine Internetseite. Und dann kann ich dir das schicken an deine Adresse. Ja, bitte nicht über die Kommentare, dass du auch deine Privatsphäre wahrst. Dann schick mir bitte eine persönliche Nachricht. Und dann können wir das gerne abstimmen. Alles klar, ich wünsche dir viel Freude mit dem, was du machst. Und wir sehen uns wieder in einem weiteren Video. Bis dahin, euer Simeon.